Du hast die Kinder noch Jahre nach der Geburt behütet. Kinder sind zerbrechliche Wesen. Außer Zwergenkinder, die erwürgen schon als Babys Schlangen. Naja, das macht Herkules. Selbst Verbindungen im Blut und Verstand können nicht ausreichen. Man muss über sie wachen und selbst dann kann der Körper den Verstand im Stich lassen. Wenn man aber über sie wacht, so können sie sich selbst das kränkeste Kind ans Leben klammern. So kann sich selbst das kränkeste Kind ans Leben klammern, wenn es entschlossen genug ist und viele ihrer Seelen waren mit ihr verbunden. Wenn die Seele eines Kindes scheiterte, wenn die Seele eines Kindes scheiterte, so konnte ich selbst aus der Ferne an ihrem Verstand die Glocken läuten und ihnen damit Kraft geben. Es half nicht immer, aber es gab Hoffnung. Das klingt, als hättest du auch Tragödien erfahren. Genug, um das nie wieder spüren zu wollen. In der Zeit vor der Glocke wurden Kinder, die starben, in das Wasser des Sees geworfen, der hinter der Glocke liegt. Manchmal waren sie dabei sogar noch am Leben, ihre Wege und Zukunft aber für schwach befunden worden. Ja, das klingt hart. Es war eine andere Zeit. Mit Kindern ging man sorglos um. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an, zum Glück. Heute macht man sich Sorgen um Hohlgeburten, um Waitwens Vermächtnis, um den Fluch des bleiernden Zirkels. Des bleiernden Schlüssels. Ja, Entschuldigung. Haben wir ja herausgefunden. Ich habe noch andere Fragen. Fragen wir Yes, noch mal hier. yet I believe you only saw a small Ja, part. das Lesen der Many Kinderseele. would come seeking their child's future, or a reading into the child's past, the lives its soul is said to have lived. Viele kamen, um sich die Zukunft des Kindes vorhersagen oder die Vergangenheit des Kindes lesen zu lassen. Als ob die Seelen, die seine Seele schon gelebt hat, Kindes lesen zu lassen, als ob die Leben, die seine Seele schon gelebt haben soll. Also die Leben. Es wird langsam kühl und einen Augenblick lang scheint es, als würde sie aus deiner Sicht verschwinden, als könnte sie es nicht ertragen, gesehen zu werden, und dann brandet kurz Angst und Schrecken auf. Such things are not mine to see. I meant no offense. Solche Dinge sind nicht für meine Augen bestimmt. Ich wollte dich nicht beleidigen. Seltsamerweise fühlt es sich nicht so an, als ob sie mit dir sprechen würde, sondern als ob. Also, als würde sie mit einem. Das hatten wir schon. Du hast Angst, irgendwas über Wächter? Als der Gedanke an Wächter deinen Verstand durchquert, spürst du einen scharfen, stechenden Schmerz, der das plötzliche Brennen von Peitschenhieben auf über Rücken und Schulter, und schon ist es wieder weg. Und du spürst die trauernde Mutter vor dir, still, fast ängstlich, I was misstrauisch. something else, but because the title Watcher was cast on me, the word carried a weight I had neither earned nor deserved. The world seems filled with such titles. They distract, I think, from the actions of the person, from their strengths. Es war seltsam anders, denn der Titel Wächterin wurde mir auferlegt. Sie ist eine Wächterin gewesen? Oder ist eine? Das Wort trug ein Gewicht, das ich weder erworben noch verdient hatte. Die Welt schien mit solchen Titeln erfüllt zu sein. Ich finde, dass sie von den Taten einer Person ablenken, von ihren Stärken. Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? And in some corners, the name Watcher is more known. It is an easier title than others, and at times, it is easier to wear. Placing a title upon what is unknown can dispel the fear of it, and I did not fight it. I even believed it true, though I knew little of the ways of Watchers. It even granted me strength. Die Welt hat viele Ecken, und in manchen Ecken ist der Name Wächter mehr bekannt. Es ist ein einfacher Titel als andere und manchmal auch einfacher zu bekleiden. Etwas Unbekanntes mit einem Titel zu belegen, kann die Angst davor vertreiben. Und ich kämpfe dagegen an. Ich kämpfte dagegen an. Ich glaubte sogar daran, dass es wahr ist, obwohl ich nur wenig über die Wege der Wärter, der Wächter wusste. Es gab mir sogar Stärke. I was able to see the thoughts of others, shape them, and help guide souls. Watcher seemed enough, and the name seemed to matter little in the light of one's acts. Ich konnte die Gedanken anderer sehen, sie formen und beim Führen von Seelen helfen. Wächter schien mir genug zu sein und der Name schien angesichts der eigenen Taten nur wenig auszumachen. Aber wenn sie zu dir kamen, um die Seelen ihrer Kinder zu leben, was hast du ihnen dann gesagt? I drew upon the present. I felt the soul of the mother before me and used that to tell the child's path, to give it a voice. If
only the thoughts of the mother and the emotions that lie beneath were mine to impart. I did, and so I used that as the telling of their child's future. Ich schöpfte aus der Gegenwart. Ich führte die Seele der Mutter vor mir und benutzte sie, um den Weg des Kindes zu deuten, ihm eine Stimme zu geben. Wenn ich nur die Gedanken der Mutter und die dahinterliegenden Gefühle mitteilen konnte, so tat ich das und benutzte sie, um die Zukunft des Kindes zu deuten. Was, wenn sie sich als unwahr herausstellte? Und was ist, wenn die Gefühle der Mutter schmerzhaft, verletzend waren? One must guard oneself when drawing upon the thoughts of another. The pain of a mother's rage and disdain. It can be a powerful poison. Wenn man die Gedanken anderer anzapft, muss man sich selbst wappnen. Da sagst du was Wahres. Der Schmerz aus der Wut einer Mutter und ihre Verachtung, das kann ein starkes Gift sein. Das klingt, als würdest du aus Erfahrung sprechen. And I live with that weakness still. I have learned to shield myself from such edged thoughts, strip them away, and to tell a clearer picture of the child. Ja, mit dieser Schwäche lebe ich immer noch. Ich habe gelernt, mich vor solchen scharfen Gedanken abzuschirmen, sie auszuräumen und ein deutliches Bild des Kindes zu deuten. Also hast du die Gedanken geformt, damit die Deutung wahr wurden. This is my calling, to show them the life I see before them, and even greater, make them believe it. Das ist meine Berufung, ihnen das ihnen bevorstehende Leben zu zeigen, um es und es noch besser zu machen, sie daran glauben zu lassen. Das ist nicht, was wir Wächter tun. Wir formen den Verstand nicht, wir sehen ihn, wie er ist. Das ist wieder typisch Paladin-mäßig. Also hast du die Gefühle der Mütter für ihre Kinder verzerrt. Wieso solltest du so etwas tun? Nein, Hagrim ist direkt, du hast die Gefühle der Mütter für ihre Kinder verzerrt. The most strongly worded tells may not be enough to save a child and allow it to be born. If I have the strength to strip away the stem of a mother's spite to expose kindness, weave nurturing from disdain and neglect, then that is my calling. Aber selbst die am deutlichsten formulierten Deutungen könnten nicht ausreichen, um ein Kind zu retten und dessen Geburt zu ermöglichen. Wenn ich die Kraft besitze, die Boshaftigkeit einer Mutter zu entfernen, um ihre Grüße freizulegen, aus Verachtung und Vernachlässigung mütterliche Pflege zu flechten, dann ist das meine Berufung. Das ist jetzt wieder so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat sie recht, eine Rabenmutter sollte kein Kind haben. Wenn man die Rabenmutter zu einer ordentlichen Mutter machen könnte, ja. Aber die Mittel heiligen nicht immer den Zweck. Definitiv nicht. And with the weight of Watcher behind my thoughts, these tells gain strength. Strength I never possessed on my own. They believed. And what they believed became the truth. With each child that was set upon that path, the title of Watcher became stronger. Na, sie gehörte also zu denjenigen, die den Titel gehypt haben, mehr oder weniger. Also uns legendär gemacht haben, uns Wächter. Und mit dem Gewicht von Wächter hinter meinem Gedanken erlangten diese Deutungen an Stärke. Einer Stärke, die ich selbst niemals besessen hätte, sie glaubten. Und was sie glaubte, wurde klar. Mit jedem Kind, das auf den rechten Weg gebracht wurde, gewann der Titel Wächter an Stärke. You must understand, without such weight upon my words, many lives would have been lost, drowned, cast in the lake beyond the bell. Now the trail to the lake is lost and reclaimed by the forest, as was meant. A watcher was not there to look over us, but it was a watcher that saved them. And with a watcher's strength, children were born, were cared for, and grew strong. Du musst verstehen, ohne ein solches Gewicht meiner Worte wären viele Leben verloren gegangen. Ertränkt werden sie worden und in den See hinter der Glocke geworfen. Jetzt ist der Weg zum See verschwunden, der Wald hat sie in sich zurückgeholt, so wie es vorgesehen war. Dort gab es keinen Wächter, der uns überprüfte, aber sie wurden von einem Wächter gerettet und mit der Stärke eines Wächters wurden Kinder geboren, gepflegt und wuchsen zu starken Erwachsenen heran. Anscheinend waren deine Leistungen notwendig, jemand, der den eigenen Willen aufzuerlegen, das ist kein Seelenlesen, das ist Kontrolle. Das ist wieder viel zu Paladin-rechtschaffenmäßig. Das würde Hagrim niemals sagen. Aha. What use is a frightened will when a spirit is at stake? Would you let the fears of a mother end her newborn's life? You felt it in the memory, the weight of it, the importance of the child's life. It was a memory we shared.
Was bringt schon ein verängstigter Wille, wenn eine Seele auf dem Spiel steht? Würdest du es zulassen, dass die Ängste deiner Mutter das Leben ihres Neugeborenen beenden? Du hast es in der Erinnerung gespürt, das Gewicht dieser Sache. Die Wichtigkeit des Lebens des Kindes, es war eine Erinnerung, die wir teilten. Die Erinnerung, sie ist aber nicht wahr, oder? Haben wir diese Erinnerung miteinander geteilt oder hast du sie mir auferlegt? Und plötzlich hat ein krächzendes Geschrei durch dein Bewusstsein. Sie hebt die Hand und du siehst die Glocken, die daran hängen. Du siehst Dinge nicht, als sie sich bewegten. A greater good was done, and children were saved. It is a choice you may be forced to make one day. And when faced with it, you will make the same one. Es wurde Gutes getan und Kinder wurden gerettet. Es ist eine Wahl, vor der du vielleicht eines Tages gestellt wirst. Und wenn es so weit ist, wirst du ebenso entscheiden. Ja, das werde ich sicherlich. Ich weigere mich, diese Art von Kontrolle über andere auszuüben, selbst für ein übergeordnetes Wohl. Das werden wir sicherlich nicht. Wenn das passiert, werde ich meine eigene Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist nicht deine, Watcher. Du wirst tun, was die Welt braucht, wie ihre Kinder brauchen. Es ist größer als du und dein Twist of Sight. Wächter, diese Entscheidung obliegt nicht dir. Du wirst tun, was diese Welt braucht, was ihre Kinder brauchen. Das ist größer als du, deine verzerrte Sicht der Dinge. Ich glaube, sie sieht alles falsch, aber das werden wir jetzt nicht sagen. Ich habe noch andere Fragen zur Geburtsglocke. Frag mich, was du willst. Wo befindet sich die Geburtsglocke? Die Geburtsglocke liegt tief in den großen Wänden des Dürrwalds an den Grenzen zu den Glavantalischen Landen. Um sie herum liegt? Man kann es kaum ein Dorf nähen, wenigstens keins, das man auf irgendeiner Karte finden wird. Aber es gab dort für Einheimische einen wichtigen Ort, selbst wenn wir abseits sämtlicher Pfade waren. Kleine Familien eng verbunden, wie ein Knoten im Geist in Gedanken an Handgelenken verbunden. Alle waren willkommen, alle hatten ihre Bestimmung. Ich yes. möchte. Yet, wir hätten. I believe you only, the ritual was one of many steps. Gut, da war etwas, das hätten wir noch fragen können, aber das ist wohl verschwunden. Yes. Yet, I believe you only saw a small part of the birthing ritual. It is not, the ritual was. Achso, das haben wir jetzt wohl schon so gemacht, hä? It took many tens of years. Haben wir noch Fragen? Ich möchte was anderes mit dir diskutieren. It is because. Warum dachtest du, dass du ein Wächter bist? Das hatten wir schon. Es gibt noch einen anderen Namen für jemanden mit deinen Fähigkeiten. Ich sehe das Wort Medium in deinem Verstand und ich sehe dessen Bedeutung, obwohl ich nicht in solchen Dingen ausgebildet wurde und sich der Titel mehr wie ein Mantel anfühlt, den mir die Welt umgeworfen hat, für den sie mich beurteilt. Es ist schon merkwürdig, wie ein solcher Titel wie ein solcher Titel definieren kann und wie er manchmal zur Quelle von Gefühlen wird, die von niemanden als den Stimmen anderer kommen. Er ist ein Fluch der Welt. Weißt du etwas über Wächter? Ich spüre, dass sie einst gezeichnet gehasst waren. Solcher Hass fühlt sich jetzt gedämmt an. Ich kann es spüren, andere Feindschaften sind wegen anderer Titel entstanden. In der Vergangenheit aber loderten sie hell. Jetzt haben sich die Feindschaften verlagert und sie können wieder auf denselben Titel fallen. Entweder auf dich oder auf mich. Weißt du etwas über die Wächter? Ich möchte dir was anderes fragen. Was kannst du mir zur Geburtsglocke sagen? It is where I could draw new souls into the world. Yes. Kannst du mir etwas über die Geburtsglocke sagen? The expectant mother. I could often sense her thoughts and those of her child before she could. Ich weiß nicht, können wir das nochmal auslösen? Nein. Wir können alles nur nochmal durchgehen. Nein. Fragen zur Geburtsglocke, ich möchte was anderes. Ich wollte mehr über dich erfahren. Und ich dich. Durch Fragen geben wir uns einander zu erkennen. Warum nennt man dich die trauernde Mutter? Die Luft scheint einen Moment lang stillzustehen und die Zeit dreht sich so, wie sie es vor eurem ersten Treffen tat. In ihrem Verstand fühlst du eine Spur von Unsicherheit, aus der sich langsam Fragen bilden, die wirbeln und nicht verschmelzen. Sie bewegt sich nicht, sie scheint gelähmt zu sein, als hättest du sie in eine kalte Decke gewickelt. Das ist eine Frage. Das ist nicht mein Name, obwohl, wenn du willst, den Titel auf mich hängen, ich kann dich nicht stoppen.
Is that what you see when your eyes fall upon me? Dies ist eine Frage für dich, nicht für mich. Du hast nicht mein, das ist nicht mein Name, aber wenn du mir gern den Titel anhängen möchtest, kann ich dich nicht aufhalten. Ist es das, was du siehst, wenn mich deine Augen erblicken? Also habe ich dich benannt?